In diesem Video nehme ich euch mit auf eine Zeitreise durch die letzten 4 Monate. Ich habe nämlich komplett den Prozess mitgefilmt zu diesem neuen Schnittmuster hier. Ich dachte, das ist einfach mal ein neuer Einblick für euch hinter die Kulissen, denn ganz oft erreichen mich tatsächlich Fragen, wie Schnittmuster entstehen, wie überhaupt die Arbeit dahinter aussieht, und ich glaube, die wenigsten können sich vorstellen, wie wenig man eigentlich näht und wie viel der ganze Kram dahinter ist, der ganze administrative Kram. Eigentlich wollte ich so einen ganz normalen Entstehungsprozess filmen. Am Ende ist das Video dann doch etwas anders geworden als gedacht, weil ich im Sommer dann doch mehr gereist bin, viel mehr gereist bin als geplant. Aber gut, auch das gehört dazu und ich habe alles mitgefilmt. Aber ich glaube, ihr könnt trotzdem ganz guten Einblick darüber bekommen, wie meine Arbeit so aussieht und was hinter den Kulissen so passiert. Also let's go, lass uns ein Schnittmuster erstellen. Jetzt Mitte Juni, bin in Deutschland, Urlaub in der Heimat, in der Eifel, und jetzt fange ich so langsam an, mir zu überlegen, worauf habe ich Lust im Herbst, Winter. Das mache ich meistens mit einem Pinterest-Board. Das Pinterest-Board habe ich auch schon angefangen und das werde ich jetzt finalisieren. Werde mich da so auf 2 bis 3 Schnittmuster festlegen. Herbst, Winter ist generell die Zeit, die ich eigentlich nicht so gerne mag, nicht nur vom Wetter, sondern auch die Schnittmuster. Ich nähe nicht gerne Hosen, ich nähe nicht gerne Jacken. Und ich nähe nicht gerne Pullover und die Stoffe finde ich meistens auch langweilig. Deshalb fokussiere ich mich meistens auf den Sommer. So, ich habe mich jetzt auf 3 Schnitte festgelegt. Es wird eine Hose, 2 Oberteile und die kann man dann richtig schön untereinander kombinieren. Und diesen Winter wird es in Richtung Pyjama-Loungewear gehen, da habe ich richtig Lust drauf. Und stelle mir das Ganze aus schönen Jerseys, Rip-Jersey, leichte Strickstoffe und Musselin vor, also richtig schön gemütlich. Ja, und was ist jetzt der nächste Schritt? Ich habe mich jetzt also für die Schnitte final entschieden. Jetzt werde ich erstmal Stoffe raussuchen zum Probenähen, dass ich die schon mal bestellen kann und vorwaschen kann. Und dann werde ich mit der Größe 36 anfangen. Das ist meine Größe und die nutze ich immer zum Probenähen. Daran wird der Schnitt final erstellt und dann hochgradiert. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal nach Stoffen. Das dauert auch mal richtig lange. Meine Stoffebestellung kam schon an. Ja, 4 Meter von einem Musselinstoff. Also den müsst ihr auf jeden Fall immer vorwaschen. Dann habe ich ganz viele Kurzwaren bestellt. Hier habe ich ein Fleece bestellt. Das ist eine richtig hübsche Quilt-Kosmetiktasche. Ich verlinke euch das Video hier oben. Genau, und für die ganzen neuen Schnittmuster, für die Loungewear, Pyjamas etc. habe ich mir hier so Kantenband, dann Stretch Fix heißt das. Hier am Ausschnitt hat man das ja oft, dass es dann ausleiert. Oder hier an den schrägen Schulternähten kann das auch schnell ausleiern. Und um das zu verhindern, kann man eben solche Kantenbänder nutzen. Gummiband für die Hose für das neue Schnittmuster. Genau, das geht jetzt alles in die Waschmaschine. Ich werde das hier noch in Deutschland vorwaschen. Dann in Dubai wird die Größe 36 getestet. Wir sehen uns bei 45 Grad und Sonne. Zumindest war das der Plan. Naja, ist dann am Ende anders gekommen. Ich habe mir in Dubai nur noch schnell die Größe 36 als A0 ausdrucken lassen. Übrigens ganz große Empfehlung, falls ihr das noch nicht macht. All meine Dateien haben ja immer eine A0 dabei. Und dann könnt ihr das direkt als Real Size Großprint ausdrucken lassen. Und dann bin ich schon nach Bali geflogen, ganz spontan, und hatte meinen Schnitt da dabei, habe ihn da irgendwo mitten in Canggu ausgeschnitten und habe dann da tatsächlich mit einem Schneider zusammengearbeitet, der mir die 36 getestet hat, während ich dann etwas Urlaub gemacht habe und ganz viele Stoffe geshoppt habe. Das habe ich übrigens auch alles als Vlog mitgefilmt. Das Video mit den besten Stoffläden in Bali verlinke ich dir hier oben für deinen nächsten Urlaub. Heute ist der 2. September und es ist echt erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Also der Zwischenstand ist, die Größe 36 habe ich ja auf Bali testen lassen von einem Schneider, weil ich im Urlaub war. Ich wollte die Zeit aber trotzdem nutzen. Normalerweise mache ich das selber. Aber der hat das ganz toll gemacht, hat die 36 für mich in ein paar Variationen genäht. Aufgrund dessen habe ich dann auch ein paar kleine Änderungen vorgenommen, aber bin jetzt super zufrieden. Ich selber habe jetzt hier nochmal eine Musselin-Version genäht in kurz, dazu dann aber auch nochmal das Oberteil plus die Hose in lang. Damit kann ich den Schnitt jetzt gradieren in die anderen Größen. Und jetzt geht es aber in die heiße Phase. Also jetzt geht es wirklich darum, wo es richtig viel Arbeit wird. Erstens das Gradieren. Zweitens, ich fange jetzt diese Woche an, möchte ich die Anleitung für das Oberteil auf jeden Fall fertig filmen, weil ich meine Illustration auslagere. Das macht eine Freelancerin. Ich habe das früher mal selber gemacht, aber das nimmt so viel Zeit in Anspruch und die macht das super. Also ich
bin total happy, dass ich sie habe. Sie macht die Illustration für meine PDF-Anleitung und dafür braucht sie halt schon mal so einen Grobschnitt von dem Tutorial, dass sie anhand dessen dann die Illustration machen kann. Und wenn ich das Tutorial filme, dann gehe ich auch nochmal die einzelnen Nähschritte durch und überlege mir dann, ob das wirklich so die beste Methode ist. Aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich da die beste Methode gefunden habe. Das ist der Plan für die Woche. Mal schauen, wie viel ich dann wirklich schaffe. Ich nehme mich auf jeden Fall wieder mit. Das hier ist übrigens mein hochprofessionelles Set. Ich baue das jetzt auf. Ich teile mir immer meinen Schreibtisch zwischen Computer und Film- bzw. Fotoset. Genau, das hier ist mein Untergrund. Eigentlich auch noch ein Stück Stoff, den muss ich jetzt bügeln. Dann geht's los. Leute, das ist euer Zeichen, dass ihr wirklich kein fancy Setup braucht, um mit Filmen anzufangen oder Content Creation. Also schaut euch das doch immer an, das ist noch nicht mal eingesteckt. Ich muss das erst aufwärmen lassen. Und jetzt bügel ich das jetzt mal ab. Das hier ist jetzt mein Set, hier filme ich. Da hänge ich mein Handy rein. Hier steht das Stativ, Nähmaschine und die Overlock-Computerkram. Aber der Kameraausschnitt ist ja so klein, dass man immer nur so ein Teil sieht. Also, dann sieht das immer ganz gut aus. Das Filmen der Videos hat circa 2 Tage gedauert. Das zieht sich dann irgendwie doch immer länger. Ich vernehme mich dann mal, dann muss ich auftrennen, teilweise sogar nochmal neu zuschneiden, damit das dann im Video wirklich perfekt aussieht und ihr die Schritte auch super nachvollziehen könnt. Naja, dann, wenn ich das abgeschlossen habe, lade ich alles auf meinen Computer. Ich sortiere die Dateien. Das ist ja ein Haufen an Dateien, der sich da ansammelt. Und dann fange ich an mit dem Grobschnitt des Videos. Ich schneide meine YouTube-Videos alle in Final Cut Pro an meinem MacBook oder iMac. Falls euch die Art von Videos gefällt oder ihr gerne mehr Einblicke dieser Art haben möchtet, dann like das Video oder lasst einen Kommentar da. Das ist für mich die beste Form von Rückmeldung und dann weiß ich, dass ich mehr Videos in die Richtung filmen werde. Die Anleitung für die Bluse habe ich ja an eine Illustratorin gegeben. Die Hose mache ich jetzt aber selber. Erstens, damit wir parallel daran arbeiten können und ich schneller Fortschritt mache. Und zweitens habe ich so eine Hose schon in 5 verschiedenen Ausführungen. Das heißt, ich kann viele Elemente schon von alten Illustrationen nehmen und die einfach nur aufarbeiten. Und das geht dann relativ schnell. Also ich sollte das heute auf jeden Fall fertig bekommen. Also ich habe eben die Mail an meine Probenäherin geschickt. Das heißt, die Schnittmuster sind jetzt erstmal für 2 Wochen im Probenähen. Ich warte da auf Feedback und die 2 Wochen nutze ich jetzt wirklich, um die YouTube-Videos fertig zu schneiden. Ich glaube, man unterschätzt, wie viel Arbeit in diese YouTube-Videos fließen. Allein das Filmen, dann die Fotos, das Schneiden, dann die Mood-Videos und heute ist Voice-Over-Tag. Das ist ja natürlich ist wirklich nicht meine liebste Aufgabe. Ich verspreche mich auch die ganze Zeit. Und dann muss ich mal alles doppelt und dreifach einsprechen. Also das kann sich ziehen. Mein Ziel ist heute zumindest, das Voice-Over für die Bluse zu sprechen und dann morgen das Voice-Over für die Hose. Ansonsten brauchst du noch für die Bluse ein dünnes Bügelvlies, aber das ist eher optional. Also das kommt drauf an. Seht ihr, so geht das dann. Weitere Materialien für die Bluse, das ist ein Bügelvlies. Das ist optional, das kommt auf den Stoff an, den du vernähst. Wenn du eine Leichtgewicht... Wenn du ein... Viel zu lang. Für die Belege, das zeige ich jetzt gleich im Zuschnitt, wo du die aufbügeln musst. Und natürlich ein Kaffee. Mir noch einen frischen Rote-Bete-Saft gemacht. Ich liebe das. Ich habe das Video im Juni angefangen. Jetzt ist Ende September. Crazy. Und damit gehen wir jetzt auch in den Endspurt. Das Schnittmuster ist jetzt immer noch im Probenähen. Wir haben das verlängert von 2 Wochen auf 3 Wochen.
Ich warte jetzt also auf das Feedback von meinen Probenäherinnen, sowohl zum Schnittmuster als auch die Anleitung. Dann werde ich das noch einbauen und deshalb ist jetzt meine To-Do-Liste auch noch richtig lang. Ich muss immer noch die beiden Videos zu Ende schneiden, beziehungsweise das Voice-Over einmal zu Ende aufnehmen. Und bei der Hose habe ich eigentlich noch gar nicht viel gemacht, außer den Grobschnitt. Das heißt, die zwei Videos stehen noch aus, die dann auch hochladen, die Thumbnails erstellen. Das ist auch immer so ein Act. Und dann vor allem diese To-Do-Liste hier des Grauens. Das ist nämlich immer dann der nächste Schritt, der ansteht, bevor ich ein Schnittmuster veröffentlichen kann, ist halt das Produkt auf allen Marktplätzen in allen Sprachen anzulegen. Apropos Sprachen, die Übersetzung, darauf warte ich ja auch noch. Ich mache ja meine Schnittmuster auf Deutsch, Englisch und Französisch. Ich werde jetzt als erstes Deutsch und Englisch hochladen. Und Französisch mache ich dann meistens nachgelagert, weil ich das eh nur über Makerist verkaufe. Auf jeden Fall ist das dann auch das Ende des Videos, des Vlogs, denn jetzt sind wir quasi am Ende angekommen. Wenn du das Video siehst, dann ist das Schnittmuster auch schon online, das verlinke ich dir jetzt hier. Da können wir sofort mit dem Nähen beginnen, also wenn du Lust hast, das mit mir zusammen zu nähen, dann klick auf jeden Fall auf das Video hier. Ansonsten sag mir doch gerne mal in den Kommentaren, wie dir diese Art von Videos gefällt, das ist ja mal was ganz anderes. Und wir sehen uns zu einem neuen Video.